meine lieben Leseratten und Hörbuchfreunde. Peilen euch denn auch immer die Kastanien und Eicheln auf den Kopf? Oder aufs Auto? Man weiß manchmal ja nicht, was ihm in dem Moment mehr wehtut, wa? Und Erikas haben hier Einzug erhalten, ne? Ganz viele Frauen extra für Max und neue Deko. Ja, die ist schon ein bisschen älter, die hatten wir schon mal im Floktober gemacht, aber ist ja egal, für dieses Jahr ist es neue Deko, ne? Und ich komme jetzt erstmal gleich zur Auslosung von dem Häkelbuch und Fritz, das Faultier, das Set mit den Häkelsaugen, ne? Häkelaugen haben wir letzte Woche gelernt, auch Betty kann ich lesen und macht einen Büchermontag, ist das schön. 9 Menschlein haben mitgemacht und das freut mich total, dass so viele Leute dann doch tatsächlich beim Häkeln mitmachen. Ja, und ich bin gespannt, wer Gewinnerin oder Gewinner wird. Die Männchen sagen immer, ist für Mama. Ich glaub das mal. Wa? Gucken wir. Und gewonnen hat Katharina Beckmann. Herzlichen Glückwunsch, meine Liebe. Deine Adresse kenne ich bereits und ich möchte einfach, dass du mir mal hier unten drinnen bestätigst, dass du gesehen hast, dass du eine Gewinnerin bist. Du hast 14 Tage Zeit, um mir das hier unten zu bestätigen. Und dann bekommst du diese beiden wunderbaren Sachen und kannst häkeln lernen. Ne? Du kannst ja stricken, das weiß ich, und ganz viele andere Sachen auch. Und ich freue mich total für dich. Alle anderen bitte nicht traurig sein. Jetzt, da ich weiß, ich habe so viele Häkelfreundinnen und Freunde hier, wird es nicht das letzte Mal gewesen sein. Da kommt bestimmt wieder was. Und dementsprechend immer mal wieder hier reingucken. Oder abonniert lassen, dann kriegt das sowieso mit. Kommen wir jetzt zu dieser Woche. Und da werden jetzt mal wieder die Kinder bevorzugt. Da haben wir nämlich gleich 2 Sachen. Und zwar einmal 1000 Gefahren im Wald der Geister und einmal Werwolf-Alarm. Das heißt, wir haben einmal ein Lesebuch, ne? Also zum Leselernen ist Lesestufe 3. Ab 8 Jahre so 3. Klasse, ne? Sind die meisten in der 3. Klasse 8 Jahre, wa? Bei Wieder ist das schon so lange her. Jedenfalls ist das total cool, weil dieses Buch ist so ein selbstbestimmendes Buch, ne? Erstmal ist das Kind, also der Leser, ist eine Elfe. Und das wurde eine Elfenprinzessin geklaut. Und man muss jetzt durch den Gruselwald und muss die Prinzessin wiederfinden. Und dieses Buch hat ganz viele verschiedene Enden. Das ist total cool. Man liest es nämlich nicht nur einmal, sondern man springt so. Ist ein bisschen wie diese Spiele-Comics. Kennt ihr die? Da muss man auch lesen und dann steht da, wenn du das willst, dann folge auf der Seite. Und wenn du das willst, dann folge auf der Seite. Und so ist das hier halt auch drin. Ne? Total niedlich und cool gemacht und macht echt Spaß. Die Schrift ist Fibelschrift, ne? Und sind dann halt längere Kapitel und Sätze, nicht mehr so die ganz Erstleserbücher. Ja, und das ist ein total, also Wieder hat das Buch hier lieb. Und es gibt davon natürlich auch noch mehr. Aber das passt natürlich schön zu Halloween, weil es im Gruselwald, ne? Ist nicht ganz ungefährlich, so mit Skelette und Hexen und Halloween-Party. Total cool. Das zweite ist ein Hörspiel und das habe ich mit Wieder, glaube 2 Halloween hintereinander, zu direkt am Halloween-Tag, ne? Ihr hört zum Armbrot. So mit ein bisschen Gruselessen gemacht, so eine Wiener mit ein bisschen vorne Ketchup drauf und so weiter und einer Mandelrinde, damit es so ein bisschen wie ein Finger aussieht. Und dazu haben wir dann nicht Fernsehen geguckt, sondern haben Kerzen angemacht, unheimlich, ne, und haben diese kleine Gruselhörbuch gehört. Das ist auch ab 8 Jahre. Manche sagen, ab 8 ist es zu gruselig. Zwischen 8 und 10 würde ich jetzt sagen, das müsst ihr euren Kindern selber zutrauen. Geht auch nur 45 Minuten, ist aber total niedlich, gruselig. Die Stimme ist von Sanne Schnapp. Die hat mitgespielt bei Vicky. Wer die jetzt kennt, also als ich die gesehen habe, wusste ich, wer sie ist. Ne? Aber ansonsten muss ich auch immer googeln, wenn da steht ein deutscher Schauspieler, weiß ich die Namen noch immer nicht. Ja, diese beiden Sachen könnt ihr die Woche gewinnen. Wenn ihr jetzt keine eigenen Kinder habt, macht das ja nicht. Vielleicht habt ihr Cousinen oder Neffen, Nichten, Kinder auf der Straße, an Kindergärten, wo ihr vorbeikommt, wo ihr das abschmeißen könntet. Oder ihr habt Enkelkinder oder was könnt ihr noch haben? Kinder halt, ne? Ab 8 Jahre könnt ihr denen eine Freude machen, egal welche Kinder. Jedes Kind freut sich. So, und das war's jetzt auch schon. Ihr müsst mir nur noch die Frage beantworten, was findet ihr oder haltet ihr von Halloween? Würdet ihr gerne mit durch die Gegend ziehen oder eine Halloween-Party besuchen oder macht ihr das sogar? Oder findet ihr das niedlich, wenn kleine Geister und Geisterinnen, ne, und Zauberer und Skelette bei euch an der Tür klingeln
und nach süßem oder saurem fragen oder sagt ihr Humbug, will ich nicht. Halloween ist totaler Ami-Scheiß. Ne? Schreibt es mir bitte bis zum 5.10. hier unten in die Kommentare um 0 Uhr ist Anmeldestopp. Ne? Da geht nichts mehr und dann macht ihr bestimmt nächste Woche einen kleinen Menschen total glücklich. Ich entlasse euch jetzt hiermit in diese wundervolle Woche. Lasst es euch gut gehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!